oben ist eine Coin. Man muss wirklich suchen. Aber das sieht so nice aus, als wenn es gerade frisch geregnet hat. Viel besser sogar noch als Super Mario 3D World. Man hat wirklich damals gesagt... Willkommen zu einem neuen Part von Bowser's Fury, wo wir im letzten Part geendet sind, geht es los. Spiel fortsetzen jetzt mit drei glitzernden Sternen. Wir schaffen es auch noch, die vier Sterne vorzubekommen. Doch das wird sehr viel schneiden. Doch erstmal ab Auftakt Island. Los geht's. Endlich flüssige Aufnahmen in 60 FPS. Niedrige CPU-Auslastung mit verfügbar ausreichenden Speicher. Ich kann sehen, wie viele Stunden ich aufnehmen kann. Was meine Speicherauslastung ist. Ausgelassene Frames durch Renderverzögerung sowie übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung und die durchschnittliche Frame-Renderzeit. Ist alles im grünen Bereich. Perfekt. Papa und ich hatten vor, zusammen einen spaßigen Tag hier am See zu verbringen. Aber dann ist er so riesig und böse geworden. Ich habe auf der Karte mehrere Stellen markiert, wo noch weitere Katzeninsignien versteckt sein könnten. Lass uns alle finden und Papa zurückverwandeln. Und dabei warst du noch so undankbar, ne? Und dann sollen wir dir auch noch helfen. Unfassbar. Unfassbar, ja! Okay, okay. Ich habe schon ein Gerücht gehört, dass die meisten nur erscheinen, wenn Bowser auf Fury erscheint. Manche einfach, manche schwer sind. Also viel schneiden und einige richtige Level haben wir noch. Wie das Gigaland. Von daher, ab geht's, ist das unser nächstes großes Ziel, würde ich mal sagen. Doch erstmal machen wir Auftakt Island. Hallo Mario! Es tut mir leid, dass ich so undankbar war. Ich möchte dir weiterhin helfen. Im Gegenzug hilfst du mir. Wenn du eine andere Insel besuchen möchtest, zeig einfach auf der Karte drauf und drücke A. Ich kann uns dann durch Wappen dahin bringen. Okay, das ist eine geile Neuerung. Das fühle ich, das schmeckt. Nun denn. Hier ist erstmal ein Item, oder? Ne, eine Münze. Ja. Wer ist denn hier? Sie sucht drei ihrer Toads. Toadette! Du suchst drei Toads, ja? Hast hier deine Campingausrüstung aufgeschlagen? Wir werden dir helfen. By the way, ich muss sagen... Ist das hier tiefer geworden? Oder... Ja, ne? Hier ist Bowser wieder am Berg. Nun haben wir bestimmte Amiibo-Funktionen. Ich kann mal eine machen. Warte mal. Ich weiß gar nicht, wie ich die einsetzen kann. Kann ich die einfach einsetzen? Ich habe keine Ahnung, wie man Amiibo aktiviert. Optionen, Hilfe, Controller, Speicherdaten, Optionen. Ich würde mal probieren, was passiert, wenn wir keine Hilfe von Bowser Jr. nehmen. Und die Kameraempfindlichkeit, ja, können wir mal auf normal stellen. Alles andere so... Ah, die Amiibo-Funktion, alles klar. Dann musst du einfach Pfeiltaste links drücken. Und schon erscheint Bowser, weil wir haben hier die Bowser-Amiibo. Es ist völlig egal, welche. Dafür brauchen wir ihn. Notwendigerweise. Ja, er ist zurück. Weil er immer noch nicht ganz geheilt ist. 50 Scheins müssen wir noch sammeln. Das sind viele Informationen. Oh! Gleich 5 Scheins, das ist, was ich gesagt habe. Ja, nun möchten wir aber erstmal, dass er hier sein Feuer speit. Und wir uns die Sonne holen.
Und so können wir ihn mutwilligerweise immer wieder spuren lassen. Sehr, sehr geil. Das Licht vertreibt ihn. Es wird also noch ein Secret Ending geben. Mit einem finalen Kampf. Ich bin gespannt, wie der dann aussieht und ob der richtig knackig wird und die Musik doch mal anders wird. Oh, nice. Dann habe ich hier schon die roten Münzen gesehen. Die werden wir natürlich... Ah, alle Münzen bekommen. Sammeln. Weg mit dir! Eine war unterm Schiff. Bowser Junior, mach das Fragezeichen weg! Oha! Bowser Junior mit seiner Farbe! Tja, dass du hier so rumkleckst, beweist, deswegen ist dein Vater wieder wie er ist. Unfassbar! Okay. Im Auftakt Island müssen wir die roten Münzen sammeln. Aber ich habe so Angst, runterzufallen, dass ich runterfalle. Aber so wild ist es gar nicht mehr. Es hat sich einiges, wie gesagt, geändert. Und ja. Wir werden jetzt hier einfach ganz gespannt in diesem Party roten Münzen suchen. Und ich sehe schon eine da ganz oben auf dem Katzenberg. Hallo, Mario. Gut. Da wäre zum Beispiel die eine hier. Ganz oben. Von hier aus können wir dann mal kurz alles überblicken. Ah, es ist jetzt auch als Custom Kingdom verfügbar. Sehr geil. Da können wir dann wahrscheinlich auch gucken über die Karte. Da gibt es auch 5 Scheins und das hier ist einer der nächsten. Plus wir müssen alle Toads finden. Es ist geil, Bros, das alte Schiff zu erkunden, auf jeden Fall. Nur überlege ich gerade, kann ich nicht noch mehr aus der Grafik rausholen? Ich habe hier nochmal, und was sagt man bei der Ausgabe, bei OBS? Ich habe die CQ-Level auf 4 gemacht. Frisst natürlich noch mehr Speicher, aber das ist es mir wert. Denn je höher der CQ-Level, desto höher ist auch die Auflösung, die wir hier kriegen. Und mehr als 1080p können wir natürlich nicht rausholen. Aber für den Aufnahmemodus reicht es. Okay. Ist alles für mich auch ein Neugebiet, aber egal. Da oben ist eine Coin. Man muss wirklich suchen. Aber das sieht so nice aus, als wenn es gerade frisch geregnet hat. Viel besser sogar noch als Super Mario 3D World. Man hat wirklich damals gesagt, wo der DLC rauskam. Alter, geil, wie der aussieht. 1000-mal noch besser als das Hauptspiel. Und da ist auch was Wahres dran, weil alle Gegner ja auch so in Katzenform sind und so. Das war die zweite Münze. Das war die dritte, der Gumba-Turm hier. So, und hier war eigentlich das Ziel im Mario-Level, aber egal. Uns fehlen noch 2 Münzen. Ich sehe da unter dem Schiff etwas. Ah, Plessis ist eine Katzenform. Ja, heftig. Dann können wir uns gleich die hier schnappen. Und die letzte. Lass uns rausfinden, wo die letzte Coin ist. Bowser braucht übrigens jetzt auch wieder richtig lange, bis er kommt. Da ist die letzte Coin. Warte mal, kann ich das machen, während ich mit dem Reiter abspringen und dann hochkomme?
Ah, fast, fast, Leute. Komm. Das wird auch ein cooler Move. So kriegen wir die Münze. Auf Bosas Kopf. Ah, oh, das war nicht nah genug dran. Na dann. Oh, das war ja gar nichts, Alter. Ich habe den Knopf vom Abspringen verwechselt. Ach Mann, Leute. Ich will da doch nur rauf. Wäre auch ein neuer Wheel wieder hier. Ich möchte da nur rauf. Oh, ja, Digga. Heftig, heftig Skill, Leute. Auftakt Island, Alter. Tja, und was sehe ich in meinen Augen hier? Es gibt tatsächlich diese Plessy-Münzen. Die aussehen wie die Münzen aus Super Mario. Mario Adventures 2. Frage ist, müssen wir lassen, was wir wollen. Was genau war denn das? Gucken wir uns im nächsten Part an. Ich möchte... Ich möchte hier schnell mit der Wolke entkommen. So, und jetzt... Fleißig Parakäferchen. Oh nein! Ich hab mich alle besiegt. Das kann nicht wahr sein. Was kommt mit die Anzeige jetzt rein? Oh! Okay, ich hab die noch alle besiegt. Kann man Item noch nehmen hier? Das war ja immer mal wirklich anfängerhaft, ne? Der Müll hier. Luftige Keilerei in den Wolken. Okay. Zack, die Wurst. Das war's. Diese Münze hier ist eine Plessy-Münze. Die Form erinnert mich aus den Münzen von... Also... An Münzen von Super Mario World. Super Mario Adventures 2 für den Game Boy Advance. Und wir müssen sie natürlich alle... Als ob! Wir müssen sie alle rechtzeitig sammeln. Das ist die nächste. Oder verpuffen die jetzt wieder? Hä? Wo ist die denn? Lol. Das konnte ich ja gar nicht mitverfolgen hier. Wo ist Plessy? Hier. So, ich würde sagen, Katzen-Plessy. Und das ganze Spielchen nochmal. Okay. So, es Plessy, gib Gas! Da hinten. Okay. Und das Ganze jetzt wohl mit Rosa. Oh, ja, 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 gib her, gib her! Gib her! Oh mein Gott, was? Plessy-Medaillen sammeln Fieber, also. Der wollte gerade Feuerspein und uns platt machen.
Und Plessy schwimmt links dabei. Plessy schwimmt rechts dabei. Oh mein Gott, Leute. OMG. So viel dazu. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir haben wieder viel geschafft in Bowser's Fury. So ein tolles Spiel. Oder besser gesagt ein DLC.